Ach so, die Grom. Genau, und herzlich willkommen, Kapitän bei World of Warship. Ich spiele Runde Zerstörer. Ja, mit den Rupäer. Und der liebe Dudachi ist auch da. Hallo. Hallo, ja. Ich habe geguckt, welche Schiffe habe ich noch auf Stufe 7 an. Ja, ist mir eingefallen, ich habe noch die Grom noch. Das Problem ist, immer hast du so viele über Schiffe in deinem Hafen, und weißt du gar nicht mehr, welche Schiffe durchgebrannt hast und welche nicht mehr. So, wie gesagt, bei den europäischen Zerstörer ist ein Gun-DD-Mix bisschen. Wir haben hier 7,5 Kilometer Tarnwert, also Reichweite und 6,5 und Tarnwert. Yay. Reine Gun-DD. Let's do it! Und hallo, erstmal guten Tag, Yudachi. Wie schön. Bäh, hast du was mitbekommen? Nächste Woche soll es wieder wärmer werden. Nö. Bäh, Gamer mögen keine Wärme, die mögen Kälte, die wollen Kälte. Nee, ganz ehrlich, ich bin leider ein Winterkind, ich mag den Winter mehr als den Sommer. Sommer, hier am Kotzen, schwitzen. Du hast keinen Bock, was zu machen, du willst nur im Bett liegen oder Ecke rumgammeln bei der Wärme. Ich habe teilweise auch keinen Bock zu arbeiten, aber ich muss arbeiten. Vor allem in der Ecke rumgammeln. Hä? Vor allem in der Ecke rumgammeln. Wenn Ja. es warm ist. Deswegen. So, wir sind Top-Tier. Schauen wir auch nicht schlecht. Wieso mitspielen und zu uns gnädig? Was haben wir denn hier? U-Boot, okay. Ja, zwei pro Stück. Ich hab 10 Wasserbomben. Yay. Battleship Warspite. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, die schmeißen nach hinten raus. Dafür habe ich einen geilen, coolen Nebel. Torpedos sind ja, oh la la, die machen nicht wirklich viel Schaden. 7533. Ist so ein bisschen meh, aber ihr seid immer mehr so Gandidi-Fight mehr. Gandidi erhoffe ich nicht bei 6 Sekunden. Was haben wir denn? Fujin. Okay, Fujin sieht man auch selten. Okay, wir können die vergessen. Die haben alle ab. Also kein D. Nein. Die fahren, guck mal an, Okay. die fahren von dir weg. Mal schauen. Oh, die haben Pinky der Gegner-Team, okay. Pinky und der Brain. Okay, der Gandhi, der Torpedo, die ist schon mal drüben, Störde. Ja, bin an der Fuji. Ja, Oh, der cool. Fujin ist gefährlich. Das ist der beste 5er Zerstörer auf dieser Stufe. Ja, würde sie gerne haben. Kannst du versuchen, Weihnachten wieder. Aber auch erstmal noch die anderen Schiffe halt. Das ist richtig. Also letztes Jahr habe ich ja alle, konnte ich alle Schiffe holen. Wenn du siehst, die hat, wird jetzt eingenommen. Das ist meine Sache. Wenn die Fuji hier auch nicht hinkommt, dann können wir uns überlegen, doch die anzugreifen. Okay, er macht das. Trento. Ich würde immer Kongo lesen, aber ich sehe da eine König. König und Kongo tue ich immer verwechseln immer. Keine Ahnung warum immer. Ich dachte schon, ah, ist klar, komm mal in den Kongo-Mecke. Nee, ist ein scheiß König. Jawohl! Da hat sie gefressen. Doppelzieher. Auf die Nice. Trento. Also wenn es nicht. Ach, U-Boot. Ja, U-Boot Wenn ist es nicht schlecht ist, kannst du bitte mal die Trento wegklatschen? Ich bin auf den Und jeder für Arsch. die U-Boote, bitte. Der Nebel! Bleib offen, bleib offen, bleib offen. Todesstoß ist unterwegs. Bye bye, Tando, bye bye. Oh, Lol. Mitleidzieher. Ups. Robot da. Ja, aber da ist sie was in der Mitte Smog. Ich weiß, ist der Smog entfernt. Und der Zeitpunkt ist aus. Oh. Von zwei von oben. Ah, ich glaube, das muss hier mal drin sein. Ach du Kacke, die Scharmaus ist am pushen.
Schau mal, brennt. Neues. Ah, getroffen. Ich habe die Mana erwischt. Ne, das war die Sturdy. Ich habe die Sturdy erwischt. Okay. Schade. Also ich hätte eigentlich Dings erwartet. Der Ubu, das ist schon ein bisschen permanent schon. Okay. Dieser Sub pusht gerade. Der andere fährt weg. Ja, das Problem ist, wir die Schiffe, die beiden Schiffe in der Mitte, Schlachtschiffe, die können uns instant leider aufdecken, das ist das Problem. Ist er aufgetaucht? Ja, ist aufgetaucht, okay. Sturdy schon down. Nice. Nehmen wir alles mit. Herz Leben weg. Yay. Den hätte etwas ach, Lord, was nichts machen kann. Okay, der haut ab. Die Chamance. Er tritt weg, das ist gut. Pass auf, mit der König. Da kein Papa. Lol. Die Nik. Ja, Niklas, komm! Ach, Kacke. Hätte fast mal die Tops mitgenommen. Hallo? Schießen? Danke. Aber, ja, ein Signal-Treffer hat den Ruder rausgeschossen. LOL! Du bist verdreckt von meiner Fresse. So, weg mit dir. Los, ping nun mal. Ah, da ist er. Gefunden! Parieren. Kombo-Treffer. Ja, ja, warte, 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 warte. Den hast du. Okay. Das sind die Treffer. Also das sind zwar 10 Wasserbomben, ich habe 11 Treffer gemacht. Auch nicht schlecht. Hm. So, jetzt mal Richtung Mitte hin. Die Mobsgeschwindigkeit. 11 Treffer, muss ich schon sagen, das ist echt heftig. Ich habe mit 2500, ich habe nur Flächenschaden gemacht. Krass. Open Fire. Ja, müsste jetzt mal erstmal da hinkommen. Ich habe aber keinen Range auf die Wasser. Nee, nee. Ist wieder abgetaucht. Also es sieht für uns gut aus. Also. Wir versuchen jetzt, wenn die den so U-Boot holen machen, holt den Cap. Also die Runde ist hier schon komplett durch. Ich weiß auch nicht, keiner was heute los ist, nur Abschachrun. Also irgendwie gefühlt, egal was wir machen, ich wette die nächste Runde, wenn wir spielen, sind wir bestimmt nur am Kotzen. Also die Sache ist, die Funkordnung bringt es wirklich auch nicht bei den Zerstörer. Weil, wenn der U-Boot abgetaucht ist, ja, bringt mir selbst das nicht mal. Ja, dann wartest du erstmal, bis es wieder auftaucht. Ja, deswegen. Also, was es ihm bringt, hinfahren und der ist ein Cap.
Was weißt du, was machen könnte der CV den U-Boot spotten? Follow me. Das wäre der einzige Sinnvolle, was der CV machen könnte noch. Lol, da ist er. Okay. Genau da. Ja, den Ping habe ich gesehen. Es kann sein, der. Aber er ist wahrscheinlich zu nah dran. Der macht, kommt Schaden. Genki-so, ne? Nani yori da wa? Hier das weg. Okay. Okay, der U-Boot fährt weg. Hinten kommt ein Torp nur. Oh, zu weit nach vorne gezielt. Wo könnte er jetzt denn sein? Dann können sie wahrscheinlich nur wegfahren. Ah, ich hab ihn gefunden. Ich bin relativ nah dran. Auf 2 Kilometer bin ich gespottet. LOL! Oh! Die hat gefressen. Okay. Nochmal Flächenschein gemacht. 4 Treffer noch. Nice. Ja. Du U-Boote werden doch gezählt wie so eine vollen Zerstörer, oder? Ich glaube schon. Einmal Cap erobert. Und weg. Nö. Nö. Ja. Also wenn ich Hydro hätte, wäre es bestimmt noch cooler. Ja, auf jeden Fall. Gucken. Ja, du hast ein bisschen mehr, du hast mir glaube ich einen Cap geholt. Ja, hab ich auch. Hm. 11 Wasserbomben habe ich 8000 gedrückt. Ich habe 3 gemacht und habe nur 4 und nur 2000 gedrückt. Ich habe nur leicht angekratzt nur. Krass. Krass, krass. Ja, was soll ich sagen? Momentan kann ich ja finde ich viel sagen. 3 Runden gespielt, alle waren, ja. Yorktown war halbwegs okay, war noch, ja, war okay, aber Rest der Runden war so. Mehr Abschlagrunde oder sonst irgendwas. Am Kromp bin ich fast beinahe durch. Bin ich bei die Split beinahe. Splitter, wo sagen, Split hat Radar. 10 Sekunden Radar, yay. Sehr praktisch. Ja. 8,5 Zentimeter Reichweite. Das ist schon mal eine Hausnummer. 9. 10. Also 10 Kilometer. Also 10 Kilometer finde ich schon wirklich gut. Hier ist wenigstens eine kleine Steigerung. Hier mache ich bei 10er mal schon 11.200 Schaden. Ist schon irgendwie sagen, okay. Das würde ich sagen, was vollkommen von mir persönlich. Ich kann dazu nicht viel sagen. Es war relativ sehr viel Abschlagrunden. Ich hoffe, bei euch läuft es ein bisschen besser. Dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend. Bis nächstes Mal. Wenn ihr euch gefallen hat, lasst ein Like da, einen Kommentar. Bis nächstes Mal unter 3. Tschüss. Tschüssi.